Servus Reisefreunde, der Schorsch und Tour war wieder unterwegs, diesmal in Polen mit meinem polnischen Kumpel Christoph. Die Reise begann in Warschau und führte über Lublin, Samosch, Jaroslaw, Przemyśl bis nach Solina in die Tatra. In Warschau bin ich zusammen mit Christoph gestartet und über die Autobahn Richtung Lublin gefahren. Die Autobahnen hier sind sehr gut ausgebaut und waren leicht zu befahren. Mit Christoph bin ich das erste Mal im Wohnmobil unterwegs und wir haben uns gut ergänzt. In Lublin sind wir in die Innenstadt gefahren und haben einen Parkplatz neben der Altstadt gefunden. Mit unseren Rädern haben wir die Innenstadt besichtigt. Zuerst haben wir uns das Schloss Lublin angesehen, das auf einer leichten Anhöhe über der Altstadt liegt. Darin befindet sich ein Museum, aber die Räumlichkeiten können im Innenhof besichtigt werden. Dies haben wir natürlich gemacht, sind nach innen gegangen, wo zahlreiche Reisegruppen bereits Führungen hatten. Ein sehr schönes Schloss und eine tolle Aussicht über die Stadt. Lublin hat uns überrascht. Danach ging es vom Schloss runter in die Altstadt. Über eine Brücke kamen wir durch ein Tor rein, direkt in die Altstadt von Lublin. Zahlreiche Lokale und Geschäfte luden ein, sich hinzusetzen oder etwas zu kaufen. Die Atmosphäre war gut und dadurch, dass das Wetter auch schön war, waren die Menschen gut gelaunt. Wir sind weiter die Altstadtstraße hochgegangen, vorbei an einem Platz mit einer schönen Kirche, ging es dann Richtung Krakauer Tor. Zahlreiche Menschen nutzten das schöne Wetter, um in der Stadt etwas spazieren zu gehen oder in ein Lokal oder Café einzukehren. Durch ein weiteres Tor ging es hinaus auf einen Kirchplatz. Dort trafen sich einige traditionelle Gruppen, um etwas zu feiern. Von da aus gingen wir in die neuere Stadt von Lublin mit der Einkaufsstraße und Fußgängerzone. Auch hier sind zahlreiche Lokale und Geschäfte. Selbst am Sonntag war hier in der neuen Stadt Lublins viel los. Zahlreiche Familien sind mit ihren Kindern spazieren gegangen. An dem Wahrzeichen I Love Lublin haben sich viele Menschen fotografieren lassen. Auch wir haben das kurz genutzt. Dahinter befand sich ein kleiner Innenstadtpark mit zahlreichen Wasserspielen, die vor allem die Kinder angezogen haben. Sie tollten im Wasser rum und planschten, sodass es richtig Spaß machte. Auch wir haben dem Schauspiel etwas zugesehen. Lublin hat uns wirklich beeindruckt. Eine schöne Stadt im Osten Polens. Danach haben wir uns langsam wieder auf den Rückweg gemacht. Durch die Fußgängerzone ging es zurück Richtung Krakauer Tor. Das Krakauer Tor wird gerade renoviert und sieht daher von außen zum Fotografieren leider nicht so gut aus. Anschließend sind wir durch das Krakauer Tor wieder in der Altstadt gelandet. In der Altstadt haben wir uns dann ein passendes Lokal zum Mittagessen gesucht. Vorbei am Stadtplatz mit der Kirche haben wir dann ein georgisches Lokal für uns ausgesucht. Christoph hat mir von dem Essen vorgeschwärmt und deswegen wollte ich das auch probieren. Obwohl das Essen sehr lange dauerte, war es sehr gut. Die Chinkali und die Fleischspieße waren sehr lecker. Anschließend ging unsere Fahrt weiter Richtung Samosch. Samosch wurde mir von einer Bekannten, Agnieszka, empfohlen als eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich darüber etwas informiert
und auch gesehen, dass Samos etwas Besonderes ist. Sie wurde von einem italienischen Architekten konstruiert und ist ein Wahrzeichen im Osten Polens. Nachdem wir einen guten Parkplatz gefunden haben, sind wir zu Fuß in die Altstadt marschiert. Ein kleiner Vorplatz mit einer Kirche und zahlreichen Lokalen war der erste Eindruck. Und dann ging es weiter Richtung dem großen Hauptplatz. Samos ist einzigartig. Vor allem der riesige große Platz erinnert an eine italienische Piazza und auch die ganzen Gebäude und Lokale sind ähnlich aufgebaut. Auch hier war die Stimmung sehr gut, das Wetter passte und die Leute sind in die Cafés und Restaurants geströmt. Zahlreiche Menschen, die sich Eis kauften und es gab kleine Mobile, mit denen man eine Stadtbesichtigung machen konnte. Wir haben uns auch hier treiben lassen und den Menschen einfach zugesehen. Entweder mit dem Wasser spielen oder ihr geschäftiges Treiben in den Lokalen. Selbst Christoph war echt überrascht von der Stadt Samos. Außen gibt es eine Wehranlage, die man noch besichtigen kann, aber wir haben uns nur einen Teil der Mauer angesehen. Danach ging es wieder zurück in die Altstadt. Zu dem Hauptplatz der Piazza. Es war einfach wunderschön, die Zeit hier zu genießen und zu sehen, wie die Leute es genießen, bei diesem Wetter an so einem schönen Platz zu sein. Auch wir haben dann eine Einkehr ins Café Wedel in Samos genutzt. Dort habe ich den Schokoladenkuchen probiert und es gab leckeren Kaffee und eine Orangenlimonade dazu. Das Lokal war ebenfalls sehr schön und es machte richtig Freude, hier die leckeren Sachen zu probieren. Anschließend gingen wir weiter über den Stadtplatz wieder hinaus, um die Stadtmauer etwas zu besichtigen. Eine riesige Wehranlage. Hier kann man sich vorstellen, welche Bedeutung Samos früher haben musste. Doch unsere Fahrt ging weiter nach Jaroslav, eine kleinere Stadt nahe der ukrainischen Grenze. Über kleinere Nebenstraßen sind wir nach Jaroslav gefahren, haben uns dort die Altstadt mit dem Rathaus angesehen. Auch hier gibt es einen schönen Hauptplatz mit zahlreichen historischen Gebäuden. In der Abenddämmerung war die Stimmung auf dem Stadtplatz sehr schön. Wir sind etwas rumgeschlendert und haben uns ein passendes Lokal für das Abendessen ausgesucht. Auch hier gibt es zahlreiche Wasserspiele vor dem Rathaus. Danach gingen wir über den Stadtplatz hinaus, um noch die Kirche zu besichtigen. Eine schöne große Kirche und es fand dort ein Familienfest statt. Dort haben wir uns kurz umgesehen, aber da es nur Grill-Spezialitäten gab, haben wir uns anders entschieden und haben in der Stadt nach einem passenden Lokal gesucht. In einem schönen Lokal am Stadtplatz haben wir uns dann Burger und Pizza gekauft. Das Essen war sehr gut und wir haben den Abend hier mit einem Getränk ausklingen lassen. Übernachtet haben wir in Jaroslav in einer kleinen Nebenstraße auf einem Parkplatz. Am nächsten Tag ging unsere Fahrt weiter nach Przemyśl.
ebenfalls ein Grenzort nahe der Ukraine. Die Stadt ist relativ groß und wir haben unser Wohnmobil auf einem Großparkplatz abgestellt und sind dann zu Fuß in die Innenstadt gegangen. Przemyśl ist bekannt für ihre zahlreichen Kirchen, aber auch die Innenstadt hat einiges zu bieten. Wir sind etwas durch die Stadt an dem großen Stadtplatz vorbeigewandert. Hier gibt es zahlreiche historische Gebäude und der Platz lädt zum Einkehren ein. Wir haben uns nach einem Lokal für ein Frühstück durchgefragt. In der Fußgängerzone haben wir dann ein passendes Lokal zum Frühstücken gefunden. Christoph hat uns ein Frühstück mit Eiern bestellt. Und dies haben wir draußen auf der Terrasse gegessen. Morgens ist die Stimmung in der Stadt noch etwas ruhiger. Aber man merkte schon, dass langsam Leben in die Stadt kommt. Wir sind weiter die Anhöhe hinaufgestiegen und haben noch einige Kirchen gesehen und fotografiert. Bis zur Burg sind wir dann nicht ganz nach oben gegangen, da wir unser Ziel Solina an diesem Tag noch frühzeitig erreichen wollten. Anschließend ging unsere Fahrt weiter nach Solina. Man merkte, dass die Berge begannen und die Höhenmeter immer größer wurden. Die Gegend wurde immer mehr bewaldet und die Berge stiegen an. In Solina angekommen, haben wir uns auf dem Campingplatz einen Stellplatz gesucht. Vom Campingplatz aus konnte man schön über den Stausee sehen. Nach einer kurzen Pause auf dem Campingplatz haben wir uns von den ersten beiden Tagen kurz erholt. Die Aussicht vom Campingplatz aus war sehr schön und wir haben die Zeit gut genossen. Nach knapp einer Stunde haben wir uns zu einem Rundgang durch Solina aufgemacht. Solina ist ein typischer Touristenort mit zahlreichen lokalen Cafés und Souvenirläden. Zahlreiche Besucher schlendern hier den Geschäften entlang Richtung Stausee. Auch wir haben das sehr genossen und konnten dabei sehen, wie freundlich und gut gelaunt die Menschen waren. Es gab auch immer wieder Eis oder Waffeln als Stärkung zu kaufen. Zahlreiche Souvenirshops, die versuchten, ihre Artikel an die Besucher anzubringen. Doch unser Weg führte weiter Richtung Stausee. Am Stausee gingen wir dann auf die große Staumauer, die den See für das Wasserkraftwerk speichert. Hier gibt es auch zahlreiche Bootsfahrten angeboten, wo man die benachbarten Inseln besuchen kann. Wir haben einfach nur die Atmosphäre genossen und sind die Staumauer entlang zur anderen Seite gegangen. Das Wasserkraftwerk ist groß und erzeugt einiges an Energie für den ostpolnischen Raum. In der Ferienzeit war hier besonders viel los, vor allem Familien mit kleineren Kindern. Anschließend sind wir mit der Seilbahn über den Stausee hinweg auf den nebenliegenden Berg gefahren. Die Fahrt mit der Seilbahn über den Stausee war sehr schön, da man von hier aus gute Bilder machen konnte. Der Stausee Solina ist in
ostpolnischen Raum sehr bekannt und sehr beliebt als Ferienort. Und zahlreiche Familien fahren dorthin, um sich in einer Pension oder in einem Hotel einzumieten und dort ihre Ferien zu verbringen. Oben auf dem Berg gab es ein schönes Lokal, bei dem wir zum Mittag eingekehrt sind. Auch wir haben das schöne Wetter und die tolle Aussicht in Solina oberhalb auf dem Berg genossen. Beim Buffet konnte man sich gutes Essen aussuchen und wir haben uns ein Schnitzel mit einem Bier und Radler gekauft. Danach ging die Fahrt mit der Seilbahn wieder zurück auf die andere Seite der Staumauer und unser Weg führte entlang der Mauer wieder zurück zu unserem Campingplatz. Hiermit endet der erste Teil meiner Polenreise, aber die Fortsetzung folgt. Euer George on Tour sagt Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen drücken und Kanal abonnieren.